Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück an diesem 31. Januar. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Es könnte das Jahrzehnt der Athener werden. Zuletzt haben wir wirklich uns ja schon massiv ausgebreitet, aber jetzt können wir wirklich zur Großmacht wieder werden. Die wir hier eigentlich schon sind, auf Platz 8, aber meiner Meinung nach noch nicht so ganz. Wir haben jetzt aber mal eine richtig große Armee. Die größte Armee aufgestellt, die Athen je gesehen hat. 80.000 formidabel ausgerüstete Männer. Nicht ganz gut trainiert, nicht wirklich 0,36. Nicht so viel Professionalität, aber die Armee ist auf jeden Fall bereit zum Angriff auf Mailand oder Österreich. Oder Ungarn in 2 Jahren. Nein, ich denke, es wird Mailand oder Österreich wird unser Ziel sein müssen. Hauptsächlich richte ich mich aber gegen Mailand. Einmal müssen wir sie, glaube ich, wirklich mit allem, was wir haben, attackieren und dann werden sie zerbrechen. Wir gucken ganz kurz hier, ob ich was tun kann. Das ist so teuer. Das ist es mir eigentlich nicht. Ah, Ragusa. Darf protestantisch werden. Hier ist nichts so richtig Neues dabei. Wir können den Suezkanal errichten. Wunderbar. Hier kommt auch noch nichts Neues dazu. Wir müssen erstmal ein bisschen was abschließen. Und technologisch sieht es sehr, ja gut. Wir haben gefördert. Jetzt holen wir hier wieder auf. Können uns wahrscheinlich noch einen Berater leisten. Moralflotte ist, glaube ich, ganz gut. Und hier werde ich wahrscheinlich gleich auf den Disziplin-Berater gehen. Jetzt habe ich einen Fehler begangen. Ja. Wenn ich nämlich einen Krieg vom Zaun brechen will, brauche ich doch den Berater mit der Population, denn um die ist es gerade nicht so gut bestellt, damit auch Böhmen in unseren Krieg reingeht. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich nochmal einmal den Blick so ein bisschen durch die Welt schweifen lassen. Ich weiß gar nicht, ob euch das immer so sehr interessiert oder nicht. Mich auf jeden Fall. Die Briten führen Krieg in Südostasien, beziehungsweise um die Gewürzinseln herum, gegen Brunei. Frankreich auch in Kolonialkriege verwickelt, jawohl. Die Allianzen soweit bekannt. Kassian verlässt sich nach wie vor auf seine Kolonialnationen, dass da keine von denen mal irgendwie ein bisschen 22%, ne? 29%, naja. Kastilien einmal richtig unter Druck gerät, könnte das schon wehtun. Soweit die Allianzen wie bekannt. In Portugal auch kaum noch Bündnispartner, auch interessant vielleicht für uns. Ich wollte ja sowieso nochmal gucken, dass ich bei Frankreich auf dem Maximum bleibe. In Portugal können wir auch mal raufgehen. Dann, ja, der Kaiser, der neue Sachsen, im Frieden sogar interessiert grundsätzlich an einer Allianz. Aber die Allianz mit Böhmen verhindert das erstmal, unsere Allianz. Geldern ist groß und mächtig geworden, auch durch die Allianz mit Britannien und Mailand. Überhaupt, das Reich hat sich so ein bisschen, ne, geklärt. Österreich, alles wie gehabt, Ungarn deutlich geschwächt, aber immer noch nicht zu unterschätzen. Polen, Litauen jetzt wieder im Frieden, hat aber immer noch einen Schuldenberg. Sich meine ich hier so ein bisschen ausgedehnt. Ich bin nicht ausgedehnt, ja. Bin ich ganz sicher. Und die Schweden? Mit Pommern, Rasan und Bellozero. Naja, das ist nicht so vielversprechend. Das Mogulreich erhebt sich verbündet mit Tunesien. Interessant. Aber noch gibt es keine direkte Grenze mit den Osmanen, die ihrerseits auch mit Tunesien noch im Bund sind und gegen Mazandaran Krieg führen. An der Seite von Hasangayev, wie auch immer man das ausspricht, und Umwälzungen in Indien. Brahmanes gegen Malwa verliert. An der Seite Bengt. Das ist ein spannender Krieg hier. Oha. Brahmanes, das Bengalenreich gegen Malwa und das Mogulreich. Grob gesagt. Plus ein, zwei andere Nationen. Da geht es wirklich um die Vorherrschaft in Indien. Wer das hier gewinnt, der beherrscht Indien, würde ich sagen. Ayutthaya. Und Tributstaat Malakka hier ganz in die Ecke gegrenzt. Gedrängt. Und wer hat dieses schöne Grün? Cebu. Wo sind sie eigentlich, diese wunderschönen, wunderschönen Inseln? Tidore, ich glaube hier, das sind die eigentlichen Gewürzinseln. Tidore und, ich glaube, die besten Inseln im Spiel. Und ja, die Karte füllt sich, ne? Also es bleiben immer weniger weiße Flächen. Immer mehr ist uns bekannt. Immer mehr Einfluss auch der Europäer. Und hier sieht man auch, wo Cassian eigentlich noch seine Macht hernimmt, um
den 6. Rang hier als Großmacht zu rechtfertigen. Sie haben nicht nur Kolonien, sie haben auch wirklich hier direkten Besitz sogar. Und hier hat sie es jetzt auch relativ aufgeteilt, ne? Bisschen chaotisch, muss ich sagen, diese Map, aber gut. Kannst du nichts machen. Also, Leute, wir kommen zu dem, was ihr alle sehen wollt. Krieg gegen Mailand oder Österreich. Bevor wir zur Tat schreiten, zumindest gegen Mailand, möchte ich noch meine Flotte fertig haben. Also, ja. Ende des Jahres dann. Dass ich hier gleich reingehen kann mit einer Armada. Und ich hätte gerne einen zweiten General eigentlich. Ah, ich habe zwei, wunderbar. Dass beide hier einen General drin haben. Zahl die Armee auch schon mal. Boah, aus einer Zeit. Ich aktiviere auch schon mal alle Festungen, dass die sich ein bisschen auffüllen können. Gerade hier Richtung Tirol, die Festung. Portugal gegen Marokko in der Rückeroberung. Klare Sache, oder? Ja. Sollte man zumindest meinen. Portugal ist auch nicht mehr das, was es mal war. Dann noch einen letzten Anspruch hier vielleicht. Zack. Und wir gucken nochmal. Ja, Portugal. Warum nicht? Wir können mal die Beziehung ein bisschen anschieben. Also jeder Monat nützt uns. Jeder Monat spült ein bisschen mehr Rekrutenreserve hinein. Ich sehe übrigens mal schon auf Tech 22. Das ist relativ weit vorne, wenn wir bedenken, dass wir auch schon der Zeit voraus sind. Stärkt die Artillerie nochmal ganz massiv. Wenn Frankreich sich hier ausbreitet. Also, gucken wir uns die Sache doch nochmal aus der Nähe an. Wenn ich Frankreich, wollte ich schon sagen, Mailand den Krieg erkläre, habe ich Pommern, Friesland, Geldern gegen mich. Das sind alles Nationen im Frieden. Geldern hat doch richtig gutes, dieses holländisch-niederländische Land da. Holland meine ich nicht, Geldern, da. Ja, 400.000 Mann mit Pommern auch seine 20.000 mitbringen und Friesland wahrscheinlich seine 10.000. Ich würde Böhmen mit reinnehmen. Wie viel hat Mailand? Zap, zarab. Mailand. Wie blind kann ein Mensch sein? 45.000. Kaum Reserve. Das ist wichtig. Also, Krieg gegen Mailand, da bin ich zahlenmäßig nicht unbedingt in der Überlegenheit. Wir sehen, dass Böhmen nochmal 20.000 reinbringt, aber die sind eher... Ja, die werden halt überrannt, ne? Die haben keine wirklichen Festungen, die werden einfach... Haben die überhaupt Festungen, abseits von Prag? Einfach überrannt werden. Von Pommern und Geldern wahrscheinlich, da kann ich nicht viel machen. Ich müsste halt direkt reinfallen nach Mailand, direkt die Festung von Mantua und Florenz nehmen und dann durchbrechen nach Mailand selbst. Wir haben ja schon mal so einen Krieg hier geführt, ne? Ist jetzt nicht der erste, den wir führen würden gegen Mailand. Aber finanzieller Spielraum ist auf jeden Fall da. Wir können hier noch einen Berater für Disziplin mitnehmen. Auch da ist gut, dass wir noch ein bisschen Geld beiseite legen können jetzt gerade auch. Alles noch ein bisschen, ein, zwei Jahre warten, dann passt es nämlich echt gut für uns. Beziehungen sind toppi-tippi hier. Können wir sie mal aufs Maximum bringen. Das geht echt ordentlich. 1.000 pro Jahr, also pro Monat, also fast 12.000 pro Jahr, die dazukommen. Das ist enorm. Aber ich brauche gleich den Berater für Reputation. Oh, Polen Litauen. Oh, sehr gut. Polen Litauen würde mitmachen. Ja, dann ist die Sache ja geritzt. Ja. Ich greife auf Polen-Litauen zurück, auch wenn ich Polen-Litauen gerne sogar mal ein bisschen Ruhe gönnen würde. Aber andererseits, Polen-Litauen kann ja hier sogar was gewinnen. Wollen sie nicht, ne? Na gut. Aber Polen-Litauen kann Böhmen helfen. Und dann kann ich Böhmen mit pommerschem Land wieder zu der Macht machen, die es eigentlich, ja, zu sein verdient. Okay, in dem Sinne, Leute. Zack, für 300... stelle ich den an, jetzt nur um kurz meine Reputation zu boosten. Und erkläre mit Polen-Litauen und Böhmen an meiner Seite,
den Krieg. Ich weiß nicht, ob ich nur auf Gefälligkeiten... Ja. Ich baue voll auf die Gefälligkeiten. Ist das was für Polen Litauen? Wobei, ich gebe jetzt 10 aus. Bei Böhmen habe ich wie viele? 36. Bei Böhmen push ich sogar mal das Vertrauen. Okay, die Truppen sind jetzt nicht bereit. Was macht denn das Osmanreich hier? Na gut. Lasst es uns beginnen. Kriegsziel ist für mich Pisa. Und meine Verbündeten gehen für Gefälligkeiten rein. Damit ist das mit Polen-Litauen an unserer Seite doch relativ klar. Wer hätte die besten Werte? 3. Schicke ich ihn nach Florenz und den schicke ich auf Mantua. Und dann beginnt es. Alle gehen rein. Zahlenmäßig deutlich überlegen. In der Eroberung von Pisa. Krieg gegen Mailand, die ich erwische. Im Parma. Mit heruntergelassener Uniform. War noch mitten im Drill. An der Grenze positioniert. Jetzt kommt meine zweite Armee auch noch rein. 80.000 Mann jetzt. Halten die aber auch durch, ne? Irre. Wie lange hält diese Armee? Der Vernichtung, die Vernichtung nochmal umgangen hat jetzt hier. Wow. Ich gedacht, okay, doch, direkt wieder in die Offensive. Zack. Kriegsziel sichern. Einmal hinten rum. Die können sich jetzt wahrscheinlich weit, weit zurückziehen, dass ich da nicht mehr rankomme, so einfach. Also sie würden von hier aus jetzt vielleicht flüchten können. Ich habe sie einmal ganz günstig erwischt, habe ihnen gar nicht so viel Schaden zugefügt, wie ich dachte. Meine Armada ist groß und stark genug. Mailand hat hier nur so ein paar Schiffchen. Oh, da stehen sie jetzt. Mal gucken. Oh, die sammeln ganz gut was zusammen. Ein bisschen vorsichtig muss ich schon sein, glaube ich. Gucken, was sie machen. Sie wollen nochmal da in Parma stehen, oder was? Wenn ihr so wenig Moral habt. Was macht ihr? Immer steht eine Luca. Luca habe ich keinen Zugriff. Die 2000 müssen sofort wieder umdrehen. Ich erwische da welche. Dann gehe ich da nochmal rein. Ich erwische nur die 4000. Ich weiß gar nicht, was ich erwische hier an Truppe gerade. 1000, na super. Wohin marschiert ihr? Nach Cremona. Da kann ich nicht hin. Aber sie teilen sich gerade ganz günstig auf für mich. Na, Luca kann ich. Sie marschieren längst durch. Ich muss jetzt einmal außen rum beobachten, was sie da treiben. Wenn ich die Chance habe, hier eine Armee zu zerstören, dann gehe ich natürlich da erst rauf. Ich kriege sie sogar in Luca. Ziel ist es hier wirklich, Truppen auszulöschen. Auch wenn das Terrain nicht für mich spricht. Mit allen 70.000. Jawohl, ausgelöscht. Und sie gehen nach Modena, auch nicht ideales Terrain. Warum kann ich nicht zurück? Einen Tag wieder verstreichen lassen. Zack. Ich habe den Moralvorteil aktuell. Massiv. Den spiele ich jetzt gerade natürlich aus. Auch wenn ich das Land nicht auf meiner Seite habe. Immer wieder im hügeligen Terrain Angreifer bin. Aber ich kann der eh schon angespannten Mailänder Mannstärke einen erheblichen Schlag versetzen und ihre Armee auslöschen. Gehen wieder in die Belagerung. Wunder, wunderschön. Mailand ist im Prinzip geschlagen. Jetzt gilt es natürlich, dass der Rest hier auch geschlagen werden muss. Da sind Pommern 30.000, Geldern 30.000, wirklich auf dem Vormarsch. Ich gucke jetzt aber erstmal, dass ich hier wirklich Mailand rauskriege. Aus der Nummer. Also Mailand nicht raus, aber zumindest Mailand wirklich hier einmal komplett besetzen. Zu verhindern, dass sie dann nochmal neue Truppen aufbauen können. Wo ist Polen-Litauen? Polen-Litauen hat kaum Truppen. Polen-Litauens Armee steht hier irgendwo in Schweden. Unser General ist tot. Das ist schlecht. Hier möchte man natürlich einen General haben. Kurz zurückschicken, neuen Anführer aussehen. Da könnte nicht schlecht werden mit... Oh, ah, doch, nur 54. Ich dachte, wir hätten mehr Armee-Tradition. Aber wir hatten das Kriegsziel. Wir haben Mailands Armee einmal geschlagen. Contarini.
Ja, keine Belagerungswerte, aber passt schon. Wir beide 666, oh 668 fast. Mailand geht jetzt durch echt den Bach runter, wenn Böhm hier sich auch noch hinstellt. Wunderbar. Also mein Schlachtplan sieht jetzt aktuell vor, ich werde erst Mailand überrennen, tatsächlich, meine Armee. Mailand komplett besetzen, dass wirklich raus sind im Prinzip. Und dann wende ich mich zur Rettung Böhmens nach Norden. Dass ich hier auch mein Heimatland quasi sichere. Ah, der Johanniterorden ist da, wunderschön. Ich könnte eigentlich, wenn ich mir das so angucke, müsste ich gar nicht mit so großen Stacks operieren, aber jetzt habe ich es eh schon. Jetzt ist nämlich nur noch. Ah ne, Mailand blockiert den Weg nach Cuneo, alles klar. Das heißt, Mailand muss fallen, aber Mailand würde auch relativ zügig fallen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich schicke eine Armee in den Norden, aber reicht das? Riskiere ich dann nicht. Ich meine, ich brauche nur eine 40.000 Mann starke Truppe hier. Machen wir uns nichts vor, ich brauche nicht alles, was ich hier unten gerade stehen habe. Um mal den Rest Mailands zu Fall zu bringen. Ich muss eigentlich hier auch vielleicht... Ja, ich sobald die Provinzen belagert sind, ich schicke meine eine Armee in den Norden. Böhm muss ein bisschen entlastet werden in diesem Krieg. Böhm wird irgendwie immer so ein bisschen ja, Opfer auch in meinen Kriegen. Florenz fällt jetzt auch relativ zügig. Oh, Florenz, da habe ich ja Lust drauf auf diese Provinz hier. Jawoll! Ja, marschiert die Armee doch direkt ab hier. Jetzt haben wir irgendwo eine etwas defensivere Position. In die Ostmark, in die Berge. Und dann gucke ich mal, von da aus gehen. Die Armee ist bereit, nach Cuneo durchzubrechen. Ich könnte natürlich doch... Ich habe ja meine Transportschiffe. Die einsetzen und hier schon mal rumgehen. Kann ich nicht einfach durch Genua gehen? Ich meine, ihr seid doch eh mein Verbündeter. Jetzt müsste ich doch einfach, jawohl, zack, easy. Habe ich die Transportschiffe nämlich auch nicht. Weil hier droht keine Gefahr jetzt in der Bergfestung, dadurch, dass Mailand im Prinzip aus dem Spiel genommen ist. Genau, Prag. Prag retten, das ist jetzt meine Mission. Uha, ja, die brechen hier schon nach Warschau durch. Von Litauens nicht auf die Beine kriegt jetzt hier mal seine Truppen wirklich zu mobilisieren. Oh, Litauen ist echt schwach, ne? Das ist ein tönerner Koloss, muss man sagen. Ein Scheinriese fast. Ja, Prag retten, auf jeden Fall. Zwar geschwind. Sonst drohe ich Böhmen gleich schon zu verlieren. Ich wollte Böhmen doch ein bisschen füttern hier mit Provinzen. Zweifelsfall sogar Berlin. Jetzt hier einmal rum. Prag verteidigen. Gerne auch mit den polnisch-litauischen Truppen hier. Die Feinde stehen relativ weit schon im Osten. Passt. Hier kann ich ein bisschen was an Infanterie rausziehen, das ist da nicht alles. An der allerersten Frontlinie steht. Und hier Zermürbung frisst. Ja, Friesland ist chancenlos. So, erstmal Prag gerettet. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ne? Hier sind viele größere Stacks unterwegs, da weiß ich nicht, ob man mir wirklich beistehen will. Und da hat Mailand tatsächlich nochmal 75.000 ausgehoben. Wie können wir es mal? Ich marschiere mal hier in die Richtung. Wir gucken mal. Wir gucken es uns an. Wir sind ja fast so weit. Es fehlt nicht mehr viel, ne? Nur Nizza ist im Prinzip die einzige Provinz, die hier noch Widerstand leistet. Komme ich nicht so ohne weiteres hin, ne? Ne, erst wenn Cuneo fällt. Na, dann ist Mailand wirklich in der kompletten Besetzung. Komplett raus, mehr oder weniger. So, Warschau wird angegriffen. Ich versuche Warschau zu retten und gehe mal davon aus, dass Jusapas Walewski mir dann beisteht.
Aber wenn ich jetzt, genau, weil Pommern gerade nach Norden durchgeht, passt das doch wunderschön. Ah, Traum hier. Ein bisschen was an Kriegsbeute rein. Warschau leider nicht ideal, aber... Also was das Terrain angeht, hier anzugreifen, aber wird schon gehen. Leute, jetzt müsst ihr nachziehen, ne? Ohne euch schaffe ich es nicht. Ich baue jetzt drauf, dass Polen Litauen seine Hauptstadt verteidigen möchte. Ich hätte vielleicht kurz hier verzögern müssen, als ich gesehen habe, dass die so weit wegmarschieren. Aber ja, das geht auch ohne die. Weil da kommt die polnisch-litauische Armee. Geldern bin ich relativ... Wäre ich gnädig mit. Die würde ich relativ schnell rauslassen aus so einem Krieg. Auf Pommern habe ich es abgesehen. Also sofern... Böhmen da Interesse hat. Wunderbar. Erstmal die Offensive von Pommern und Geldern zurückgeschlagen. Also es läuft ideal. Besser geht es eigentlich gerade gar nicht, ne? Passt schon. Jetzt ziehen wir uns zusammen. Können wir auch gleich Mailands Armada noch vernichten. Das sind nochmal 11 Schiffchen, ich guck dazu. Hab den ja immer noch drin. Beziehungen verbessern ist jetzt gar nicht verkehrt. Wenn ich das Geld zusammen habe, nehme ich sogar den für Disziplin noch mit. So, meine Armee muss jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen erholen. Aber wir verlagern uns schon mal Richtung Frontlinie. Reicht das? Gegen den Heiden von Heiden. Bogustav, der Siebte. Wunderbar, ein weiterer Sieg. Okay, ich beziehe jetzt hier schon mal Stellung. Ich glaube, ich würde jetzt wirklich in die Attacke auf Berlin gehen. Cuneo wehrt sich relativ stark, aber ist in Ordnung. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt dranbleiben gleich. Deswegen investiere ich nicht in die Ideen, aber ich investiere jetzt hier in den Gardo Donato. Seines Zeichens ein Mann der Disziplin. So, Cuneo fällt gleich. Und ich, meine Truppe, sie kehrt gewissermaßen nach Hause. Ich kehre nach Hause zurück. Auf nach Berlin, liebe Leute. Auf nach Neukölln. Berlin-Köln. Hey. So mehr. Also wirklich, ich will mich nicht zu sehr loben, aber eindrucksvoll zurückgeschlagen, den Feind, oder? Friesland würde ich rauslassen aus diesem Krieg. Wollen sie nicht, okay. Pommern wird leider den Preis bezahlen. Ich hoffe, dass Böhm da Interesse hatte. Könnte ich es jetzt wirklich entschädigen für die Kriege, die sie an meiner Seite gefochten haben, wo sie dann aber doch auch sehr leiden mussten zum Teil. Es war die richtige Entscheidung, auf jeden Fall hier rumzugehen und zu sagen, okay, wir splitten die Armee auf, lassen 40.000 Mann in Mailand die Arbeit quasi zu Ende bringen und wenden uns mit dem Rest nach Norden. Und jetzt ist Mailand komplett besetzt. Ihre Flotte wird jetzt ja auch gleich aus dem Hafen getrieben. Und dann kann ich mit weiteren 40.000 Mann in die Offensive wirklich jetzt durchbrechen. Athen vor Berlin. Mit Nizza fällt jetzt Mailands letzte Provinz. Das heißt, sie können auch nichts mehr nachholen. Na doch, hier könnten sie Söldner holen, aber das war's auch schon. Oha! Das ist natürlich ein bitteres Ereignis. Wir verlieren unseren Anspruch. Wir verlieren die Kernprovinz. Athen. Es gibt keinen athenischen Kern mehr hier. Aber es gibt einen griechischen. Immerhin. Prima. Ziehe ich meine komplette Armee nach Norden an. Jawohl, die Flotte muss auch dran glauben. Wo können die sich jetzt überhaupt noch zurückziehen? Wohin? Einmal hier bis zu den Verbündeten nach Norden? Von mir aus. Hier kurz reparieren, ein weiteres Schiffchen bauen. Jetzt übrigens Vorsicht, ne? Waffenstillstand gerade ausgelaufen mit Ungarn und Aragon. Wenn die Rache planen, muss ich mich vorsehen. Zack. Wie groß ist der Widerstand? Wie unverfroren darf und kann ich jetzt vorgehen? Hier geht es hier wirklich reinzubrechen.
gehen direkt auf Luxemburg. Schön. Gehen jetzt hier an mehrere Fronten gleichzeitig ran einfach. Ja, wobei, wir gucken mal. Wenn ich jetzt hier da lang marschieren, da sehe ich doch einige geldernsche Truppen und Friesen. Nicht, dass sie mir hier meine Fortschritte direkt wieder wegnehmen. Niederlage der Böhmen. Oh, was die hier vorhaben. Okay, sie marschieren. Ich räume hier einmal auf mit den unübersichtlichen Situationen aktuell. Ha, genau die habe ich doch hier entdeckt schon. Ja, gut, kann man jetzt nicht groß was machen. Berlin ist gefallen, wunderbar. Pommern auch schon gefallen hier mit Stettin. Stettin, entschuldigt, Stettin ist gefallen. Die Frage ist, würde Böhmen dieses Land überhaupt wollen? Oh, falsch. Ja, würden sie, hervorragend. In dem Fall kurz hier ein bisschen was besetzen, dass ich es auch an Böhmen geben kann. Eine reiche Ernte oder administrative Macht. Jetzt tatsächlich mal die administrative Macht. Ist immer verlockend, da zu sagen, ja komm, 600 Gold. Wo stehe ich? Da bin ich. Oh, Achtung, Achtung, Mailand. Hat er irgendwo hier bei Wittenberg gesehen? Ah, ne. Wir stehen herum, dann bleibt, wo ihr seid. Einmal hier Besatzung komplett. Das Pommern dann auch raus. Hier kommt es zur Schlacht, auch gar kein Thema. Das war bis hierhin, würde ich sagen, eine Machtdemonstration athenischer Kriegsführung. Na, ohne mir zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber wir haben schon deutlich schlechtere Kriege geschlagen. Jetzt nehmen wir einen Gegner nach dem anderen raus. Erster wird Pommern sein. Da wird jetzt Böhmen ein ordentliches Stück hier erhalten von der Beute. Ich würde ihnen gegebenenfalls hier sogar so einen Durchbruch gewähren Richtung Stettin, dass sie Zugang zur See bekommen. Die Frage ist, nö, Polnitorn ist da nicht wirklich interessiert. Jetzt mache ich die Besatzung einfach mal komplett. Zack. Übertrage mal alles an Böhmen, was relevant sein könnte. So viel kann ich jetzt natürlich auch nicht geben. War durchaus Stettin natürlich attraktiv. Wir gucken mal, wie viel geht. Die sind separat für ihn. Also Berlin könnte ich an Böhm geben. Neumark? Und das geht nicht weiter, okay. Ach, das wollen sie nicht. Okay, dann Berlin und Neumark. Für Böhmen. Ich gebe meine Heimatstadt in böhmische Hände. Böhm bezahlt ein bisschen was, aber die werden natürlich fröhlich sein. 31 aggressive Expansion können die, glaube ich, verschmerzen. Die haben jetzt kaum expandiert zuletzt. Dann garnieren wir das noch mit Kriegsoperation und einer Prise Dukaten. Also, Pommern tritt Neumark und Berlin an Böhmen ab, zahlt Kriegsreparation und 425 Dukaten an uns und unsere Verbündeten. Böhmen freut's. Für uns ist es quasi kostenlos. Ah, kleiner Fehler. Ich hätte meine Truppen erst nach Böhmen zurückziehen müssen. Dänemark erklärt Schweden den Krieg. Das war ein bisschen blöd. Jetzt muss ich nämlich einmal bis in den Süden marschieren. So, jetzt. Friesland. Wie gesagt, da möchte ich mir eigentlich nicht groß die Mühe machen, aber bitte. Oder gehen wir direkt auf Geldern drauf. Ich jetzt halt nach Geldern. Da habe ich jetzt nicht wirklich groß Interesse, irgendwie territorial hier was zu verändern auf der Karte. Ich könnte Holland wieder quasi größer machen. Muss ich einfach zu schwächen, aber gucken. Ich will jetzt einfach hauptsächlich Geld herausquetschen. Rodung nehmen wir mit. Weil ich gleich natürlich auch Macht brauchen werde. So, das war jetzt echt dumm von mir. Jetzt habe ich hier nämlich 5000 Mann. So.
Die 35.000 müssen jetzt einmal in den Süden marschieren. Ah, Quarantäne. Ah, man ist hier wohl. Die marschieren einfach mal mit, aber die sind quasi angreifbar. Eine Armada entsende ich mal nicht. Habe ich mir echt keinen Gefallen mitgetan, weil die jetzt natürlich direkt durchmarschieren können. So ist ein bisschen unsicher, weil da sind natürlich immer noch relativ viele Gegner. Aber ich glaube, die kriegen wir jetzt hier. Zack, die nehmen wir noch mit, die 11.000. Ja, noch. Politon marschiert jetzt auf. Die haben jetzt natürlich nichts vom Kuchen gekriegt, aber die kriegen hier und da mal eine Dukate ab jetzt auch. Dann besetze ich doch eben mal hier. Das ist zur Hauptstadt? Münster? Okay. Von mir aus. Tu ihnen sogar noch einen Gefallen, weil ich den Rebellen wegnehme. Kann ich da wenigstens Geld und Reparationen rausquetschen, wenn ich die Hauptstadt hier einmal kurz nehme? Wir nehmen. Ne, wir nehmen sie noch nicht. Wir warten noch ein bisschen mit der nächsten Tech, wenn wir der Zeit soweit voraus sind. Wo komme ich denn jetzt hier mal hin? Zack! Könnt ihr den Weg so rum machen? Okay, ich habe ein bisschen Angst um die 5000. Wird schon gelingen. Guck mal, jetzt hier marschieren alle auf. Böhmen ist da, Polen, Litauen ist da. Absolute Überlegenheit. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier das Ganze ein bisschen umformen nach unserem Gutdünken. Zum Beispiel Seeland wieder in Holland. Sie dazu zwingen, jetzt hier irgendwelche Bündnisse aufzukündigen, aber ganz ehrlich, Leute, es wird irrelevant, weil Mailand wird gleich so zurecht gestutzt werden von uns. Berlin wird jetzt belagert durch die Mailänder, aber es ist in Ordnung. Der Krieg ist gleich vorbei. Da kommt Politown. Ah, kriege ich sie? Ja. Geldern auch schon. Na gut, 3.700 Mann, immerhin. Holen wir jetzt hier die einzelnen verstreuten Trüppchen. Unterstützen wir die Belagerung. Wenn Gelre fällt und im Süden Luxemburg, ist die Geschichte auch erledigt. Was macht Ungarn hier? Wissen wir jetzt auch nicht, warum ungarische Truppen mit 96.000 Mann in Mainz stehen müssen. So, das ist das Ende von Friesland. Jetzt bin ich clever, jetzt ziehe ich sie nämlich erst da raus. Auch, ja, jetzt fällt natürlich alles hier wie so ein Kartenhaus in sich zusammen hervor. Gehe ich auf Utrecht. %99. Jetzt gilt es eigentlich nur noch die Beute einzufahren und zu maximieren für uns. Kriegsreparationen und all euer Gold. Noch irgendwas, um ein paar schöne Grenzen zu zeichnen? Ostfriesland. Könnte ich. Was kann ich damit was veranstalten? Ach, nur Kernprovinzen aufgeben. Kernprovinzen. Ah ja, guck mal hier, Ostfriesland an Bremen sorgt auch für eine etwas schönere Grenze, ne? Ich finde, dass dann die Friesen sich auf jeden Fall verdient, hier bezahlen zu müssen. Bezahlen also 100 Dukaten, Kriegsreparation und sie müssen Ostfriesland an Bremen abgeben. Die werden sich auch freuen. Also ich frage, woher das, wie sie zu der Ehre kommen. So ist das manchmal. So, Friesland raus. Bremen freut sich. Ungern schürt hier Unzufriedenheit schon mal wieder. Dann werden wir mal Gegenspionage betreiben, liebe Leute. Und schaut mal, wie viel Geld jetzt hier auch reinkommt in die Kasse. Ich sage einer, Krieg würde sich nicht lohnen. Und wie? Hier hole ich jetzt auch das Maximum raus. Indem ich sie wirklich komplett zerlege. Ach, es freut mich so sehr, dass wir Böhmen auch ein bisschen jetzt was Gutes tun konnten. Dass sie jetzt hier wirklich schön wachsen.
Ganz interessante Landesform, ne? Nicht so ideal ist in der Verteidigung, aber sei es drum. Ich würde sagen, ja, Zeeland geht an Holland. Guck mal, was wir sonst noch verändern können, vielleicht auf der Karte. Ja, Gelre ist fast durch, Köln ist auch fast gefallen. Ja, hier leisten sie sich nochmal eine große Schlacht. Das müsste Mailand fast noch gewinnen können, oder? Ja, aber die Null. Ja, besiegelt die Niederlage. So, wir haben jetzt genug. Was können wir machen? Friesland an Friesland? Das sehe ich jetzt nicht, dass Friesland jetzt hier irgendwie profitieren sollte. Das ist aber vielleicht schönere Grenzen. Wir sind in meinem Sinne Zeeland an Holland. Ja. Finde ich gut. Dann ist es teures, gutes Land. Das geben wir ihnen zurück. Nö, Nationen oder sowas entlassen müsst ihr nicht. Bündnisse ist mir egal. Ihr müsst einfach nur höllisch viel bezahlen. 700 Dukaten. Kriegsreparationen. Und ihr gebt Zeeland ab. Wunderbar. Und dann bleibt nur noch der Frieden von Mailand. Ich ziehe schon mal meine Armee zurück. Ja, erstmal auf heimisches Territorium, aber ich glaube, unser heimisches Territorium wird gleich deutlich größer sein. Leute, nur Plus gemacht in diesem Krieg. Wir haben sogar noch ein paar Mannstärke über. Jetzt müssen wir nur warten, dass unser Diplomat zurückkehrt. Jetzt werden wir gucken mal. Wie viel können wir rausschlagen? Also, ich habe es ja klar formuliert. Ich möchte natürlich die Toskana, weil wir die Toskana ohnehin schon ansatzweise haben. Und wir haben auch ja die Kultur. Die hatten wir von Anfang an. Das ist ja im Prinzip unsere ursprüngliche Primärkultur gewesen. Wir sind ja im Herzen eigentlich Toskaner gewesen. So kam es ja zu diesem griechisch-athenischen Kreuzfahrerstaat überhaupt erst, durch die Toskana. Deswegen, die gesamte Toskana geht an uns. Oh, da müssen wir schon aufpassen. Okay. Also die Toskana, Lucca, Pisa, Florenz. Das ist natürlich, ne, 34 Entwicklung, 19, 17. Richtig gute Handelsgüter. Handelszentren hier auch. Das auch noch in unserem Heimathafen jetzt hier. Und dann möchte ich eigentlich noch Parma dazu nehmen, um auch die Region hier zu vereinen. Auch das ist gutes Land. Und ich glaube, mehr geht wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal. Ich darf es natürlich nicht übertreiben. Mailand, Bayern, Elsass, Schweiz, Ungarn, Pfalz, Ulm. Das ist eigentlich nicht so angsteinflößend bis hierhin. Noch Mantua dazu? Nein, okay, da ist die Grenze dann, weil dann zum Beispiel Frankreich, Aragon, Österreich. Hier? Ja, okay. Also mehr Land geht nicht. Mehr kann ich nicht machen. Und Venedig befreien? Einmal mehr? Das wäre natürlich dann freies Land für uns. Wo man sich es einfach greifen kann. Das mache ich vielleicht sogar, ich würde wahrscheinlich sogar es bevorzugen, Kriegsoperationen zu nehmen. Einfach, weil ich den jetzt in Dukaten auch mehr oder weniger ertrinke erstmal. Dann soll das unser Frieden sein. Parma, Lucca, Florenz und Pisa geht an uns. Das sieht nicht so viel aus, Leute, aber es ist gewaltig hochentwickeltes Land. Es reißt wirklich massiv etwas heraus aus Mailand. Es schafft auch eine Grenze jetzt mit Genua, die wir dann als Bündnispartner teilen. Das finde ich auch immer gut. Wenn unsere Nationen hier auch mal angrenzen und nicht getrennt werden durch den Feind. Es schafft jede Festungslinie hier, Urbino, Florenz, die Italien, Mittel- und Süditalien schützt. Und wir vereinfachen ja auch unsere Staatsgebiete hier. Wunderbar. Und gegen die Allianz, ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und dann ist es getan. Wunderbar. Oh, das freut mich sehr.
Und das wirft Mailand wirklich jetzt zurück. Ich glaube, das wird Mailand zerbrechen. Sie sind natürlich immer noch stark, sind immer noch nicht ganz die schlechtesten Verbündeten. Pommern, Geldern. Aber ihr habt gesehen, ne? So was wir in der Lage waren. Natürlich auch, weil es Ponita mit dabei war. Reformiertes Land, naja, mein Gott. Tut der Einheit jetzt nicht so gut, um Gottes Willen. Das ist ja vollkommen irre. 299. Ach du Schande. Das ist ja gewaltig. Ich kenne ja nicht eine Provinz gerade. Eieieiei. Nicht eine Provinz kann ich direkt zur Kernprovinz machen. Das tut natürlich ein bisschen weh. Weil ich jetzt 72 Überdehnungen mit mir rumschleppe. Hilfe? Okay, Leute, wir müssen kurz mal kreative Lösungen finden. Der ist natürlich mir jetzt eigentlich zu teuer. Nehmen wir den für Festungsverteidigung, einfach um den Punkt mitzunehmen. Beziehung verbessern ist gar nicht verkehrt, weil wir relativ aggressive Expansion haben. So, und jetzt werde ich tatsächlich dann einen Stufe 3 Berater nehmen. Oder ich werde den befördern für Inflationsreduktion. Könnte natürlich missionieren. Ja, wir missionieren ein bisschen, glaube ich. Nehmen den Stufe 3 Berater. Missionarsstärke plus 2. Und ja, weil ich jetzt richtig viel administrative Macht brauche, das heißt auch zur nächsten Wahl, wählen wir dann entsprechend. Wunderbar. Pff, irre. Keine Kredite, nichts. Einfach mal Geld. Eine angenehme Seltenheit. Push meine Flotte hier auch direkt mal hoch auf 50 Galeere. Natürlich immer noch kein Vergleich mit der mächtigen. Zack, gehen wir auf 20 hoch. Kein Vergleich mit der mächtigen osmanischen Armada natürlich. Dominanz im Glashandel, hervorragend. Hochverdient. Ey Leute, wenn ich hier die Kernprovinz eh nicht erstellen kann, dann kann ich hier natürlich die Festung schon mal hochziehen in Florenz, wie geplant. Ich lasse meine Truppen jetzt auf jeden Fall aktiv, weil ich habe so viel Unruhen. Die werden demnächst schon zuschlagen. Das ist schon gewaltig, ne? Wir leisten uns richtig viele und richtig teure Berater zum Teil. Und machen trotzdem immer noch ein ordentliches, sattes Plus von 30 Dukaten. Und ich habe sogar meine Festungen gerade aktiv. Das ist schon ziemlich gut. Fahren jetzt dann auch alles auf Stufe 6 bis auf Treviso. Da habe ich ja andere Pläne noch. Also nächstes Ziel dann definitiv Österreich. Da müssen wir natürlich bedenken, dass dann der Kaiser Sachsen verteidigen wird. Wir gucken, um das Ganze abzurunden. Nochmal rein, ob wir hier irgendwas bauen können, müssen, sollten. Ja, warum nicht? Meine Stärke ist nicht verkehrt, ne? Bauen eine schöne Kathedrale in Neapel. Ja, wunderbar. Das kann ja Manufakturen, ja, die ein oder andere vielleicht sogar noch Sinn ergeben. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Bei knapp 150 Jahren noch, die vor uns liegen, was sich jetzt wirklich noch lohnt. Aber dieser Krieg, der war ja ganz, ganz ausgezeichnet für uns. Liebe Leute, damit verabschiede ich mich. Athens Macht in Italien ist jetzt wirklich ungebrochen. Wir haben die Vorherrschaft, die absolute Vorherrschaft in Italien gewonnen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Italien auch zu vereinen. Genua wird schwierig, weil verbündet mit Frankreich. Aber in den nächsten Kriegen werden wir wirklich Mailand dann mehr oder weniger tilgen von der Karte. Und dann hier vielleicht auch einen Vasallen namens Savoyen irgendwie ins Leben rufen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das schauen wir uns bei Zeiten dann an. Liebe Leute, es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut, bis zur nächsten Episode.